Rechtsanwalt Peter Fichtenbauer am Wort. Danke vielmals, sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus. Natürlich ist es eine sehr entspannende, freudenstiftende Tatsache, dass wir ganz offenkundig auf eine sehr positive Resonanz bezüglich unserer Tätigkeit im Hohen Haus stoßen dürfen. Und es ist ja schon x-mal gesagt worden und es sei nochmal wiederholt, wir sind als Volksanwaltschaft genauso wie der Rechnungshof ein Hilfsorgan des Parlaments und dienen den Aufgaben des Parlaments in Bezug auf Kontrolle der Vollziehung. Wir sind das kleinste oberste Organ. Wir haben nicht einmal 0,01% des Budgets, das für Zwecke der Volksanwaltschaft eingesetzt wird. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass wir unterschiedlich zum Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019, wo 10.259 vorgesehen waren, wir jetzt einen Ausgabenvoranschlag von 10.559 haben. Das konnte und kann dadurch bewältigt werden, dass wir einen Betrag von 300.000 aus den angesparten Rücklagen auflösen. Wir haben einen Personalstellenplan von 74 Planstellen, das heißt, wir haben eine dazugekriegt. Wir sind in der Lage und tun das auch nachweislich, die gestellten Aufgaben in einer sehr, sehr effizienten Weise abzuwickeln. Die durchschnittliche Erledigungsdauer einer Beschwerdeerledigung ist nicht länger als 6 Wochen. Ich danke auch dafür, dass wir als Verfassungsgesetzgeber, verzeihen Sie, dass ich wir sage, die Aufmerksamkeit darauf lenken sollen, dass das Informationsfreiheitsgesetz auf die Volksanwaltschaft überhaupt nicht passt. Aber wenn die Volksanwaltschaft nicht ausgenommen wäre, wir mindestens 1.000 Bescheide pro Jahr erlassen müssten, weil jeder Antragsteller ja einen Anspruch auf Bescheiderlassung hätte. Dafür ist die Volksanwaltschaft sowas von gar nicht eingerichtet, dass wir mit dem derzeitigen Stellenplan sowas von überfordert wären, dass wir von einer Leistungsbilanz, die wir derzeit vorlegen können, weit entfernt wären, ohne dass ein Nutzen für die Republik erwachsen würde. Aber informelle Gespräche mit den Verfassungssprechern lassen mich guten Mutes sein, dass wir sozusagen auf diesem Weg einen positiven Schritt vor uns haben. In Summe und abschließend darf ich noch einmal darauf verweisen, dass eine Prüflücke aus Sicht der Volksanwaltschaft besteht. Wir auch doch die Kompetenz haben sollten, gleichermaßen wie der Rechnungshof ausgegliederte Rechtsträger mit unseren Beschwerden bzw. Beschwerdeerledigungen kompetent ansprechen dürften. In der Tat ist es so, dass auf mehr oder weniger informelle Weise derzeit die Bundesbahnen auf unsere Vorhaltungen reagiert. Aber es macht einen Unterschied, ob das so quasi freundschaftlich erfolgt oder ob eine Rechtspflicht dahinter steht. In Summe erlaube ich mir als derzeitiger Vorsitzender, dem Parlament für die ausgesprochen positive Kooperationsebene zu danken. Ich bedanke mich auch sehr, dass auch das Parlament Mitträger der positiven Akzeptanz der Tätigkeit der Volksanwaltschaft in der Bevölkerung ist und darf also bitten, im Zuge der Beschlussfassungen bezüglich der Volksanwaltschaft, Bindestrich oberste Organe, Kapitel, das derzeit zur Debatte steht, Ihre Zustimmung zu geben. Danke. Es besteht eine Prüflücke bei der Volksanwaltschaft in Bezug auf ausgelagerte Betriebe wie beispielsweise die ÖBB, mahnt der derzeitige Vorsitzende der Volksanwälte Peter Fichtenbauer ein. Das